So, Freunde, da sind wir wieder zurück bei Dishonored 2. In der letzten Folge wurden wir schwer hintergangen von Delilah. Ich weiß nicht, Delilah kennen vielleicht nicht so viele, zumindest nicht. Das gab es ja nur mal in dem DLC, ging es darum. Von dem ich mir jetzt wünschte, dass ich ihn gespielt hätte, ehrlich gesagt. Ich hatte mal ein Let's Play davon gesehen, aber ich weiß nicht mehr allzu viel, aber ich glaube, ich kann relativ sicher sagen, dass es nicht die Schwester von Jessamine ist. Zu Ramsay und zum Herzog von Zerkonos. Tja, wie mache ich das jetzt? Habe ich das eigentlich richtig gesehen, dass Delilah uns unsere Kräfte entzogen hat? Haben wir irgendwas? Nee. Hier haben wir nur noch Heiltränke und Mana-Tränke. Haben wir aber, glaube ich, auch noch nichts. Ja, da kann ich doch jetzt nicht einfach durch, oder? Wie soll ich das machen? Ich speichere mal. Es gibt Gott sei Dank immer noch das Schnellspeichersystem. Ach so, Schlüssel davon. Ja, wie sollen wir denn dann hier rauskommen? Gibt es einen anderen Weg? Da oben vielleicht? Irgendwie, warte mal. Da hat sich nichts geöffnet durch den Globus jetzt, oder? Vielleicht können wir da... Ah. Ich half Emily, einen Frosch aus dieser Uhr zu holen, als sie elf war. Ich schwöre, ich krieg das wieder hin. Ich hol sie zurück. Ja, hoffentlich. Okay, aber hat das jetzt was gebracht? Ich glaube nicht wirklich. Ja, ich bin jetzt... Das Hounds Pitzpah. Heute beginnt ein neues Kapitel. Aber wird es so schlimm wie früher? Also es fängt schon mal ziemlich schlimm an, ehrlich gesagt. Ich finde. Aber. Ach so. Wir können hier raus. Uiuiui. Dunwall wird immer dann ungemütlich, sobald man es sich gemütlich macht. Wow. Das ist eine Aussicht, Freunde. Nicht allzu schön, aber es ist wenigstens eine Aussicht. Tja. Ja, nun, wo sollen wir jetzt hin, ist die Frage, ne? Kann ich da hochklettern? Nee, ne? Nee. Das geht nicht so wirklich. Oh, Hilfe. Ich kann ja so überlehnen hier. Also da runterkommen sieht, glaube ich, auch eher schwer aus, ne? Ich habe meine Kräfte nicht mehr durch die Leiter. Das ist natürlich auch ganz toll. Ich frage mich jetzt, kann ich denn hier so... Nee, das war wohl der falsche Weg. Da muss ich wohl nochmal laden. Oh je, Hilfe, wir sind gerade am Anfang vom Let's Play. Ich kann doch jetzt nicht schon aufgeschmissen sein. Hilfe. Ich muss da irgendwie rumkommen. Ich muss doch... Kann ich da nicht... Das geht nicht. Warte, kann ich vielleicht hier ein Fenster öffnen? Das wär's natürlich jetzt. Huch. Oh. Ich kann hier auch ein Fenster benutzen. Ja, warte mal. Was ist da jetzt? Okay, nee, wir stehen immer noch genauso da. Hat nur gerade einer geredet. So. Delilah hat mein Mal des Outsiders genommen. Aus mit der Zauberei. Ja, zumindest vorerst. Muss weiter. Keine Zeit dafür. Ja, will mich doch umgucken. Schutzherr. Unfassbar. Ramsay, ein Verräter? Geht es Lady Emily gut? Hier läuft ein Stadtstreich. Emily, sie wurde eingesperrt, sozusagen. Sie müssen aus dem Tower heraus. Vielleicht durch Emilys Schutzraum. Da war ein Kapitän, früher am Tag. Unten am Hafen, hat sie gesucht. Fliehen Sie
und helfen Sie Emily. Tut mir leid, Hauptmann Mayu. Leben Sie wohl. Ich hoffe wirklich, wir können Emily retten. Oh Mann, ey. Schon wieder so viele unnötige Opfer. Aber ich muss... ich muss wirklich mal anmerken. Genauso wie in Dishonored 1. Diejenigen, die Corvo hier einsperren... Oh, rechter Beutel? Ah ja. Machen wieder einen Riesenfehler. Das ist ja cool, wir können das einzeln öffnen. Das finde ich cool. Machen wieder einen Riesenfehler. Denn ich meine, das war jetzt eigentlich recht easy herzukommen, ne? So Thronsaal. Und hier Schutzraum. Geht nicht ohne meinen Ring. Oh. Okay. So, wir gehen mal weiter. Ja, das mache ich mal jetzt nicht, oder? Nee. Die versetzen mich. Ich muss dringend in ein anderes Stadtviertel. Ah, Hilfe. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, muss ich zugeben. Wo sind die? Das würde ich jetzt nicht für Birnensaft geben. Glaub, ich habe was gesehen. Nein, du hast nichts gesehen. Hilfe! Auf nimmer Wiedersehen. Oh oh. Ist er weg? Ich kann leider nicht mehr laufen, während ich mich so neige. Es war sehr luxuriös in Dishonored 1. Halt, da vorne steht doch einer, oder? Kann ich noch zoomen? Nee, zoomen geht auch nicht. Ich kann wirklich gar nichts. Okay, warte, ich versuche mal, den zu erwürgen. Sehr schön. Sehr schön. So, den bringe ich mal eben weg. Der sollte ja auffallen hier, theoretisch. So. Okay. Warte, ich speichere mal. So. Ah, hier ist doch niemand. Okay, warte. Schrank. So. Essen brauchen wir nicht. Ich kann mich mal waschen hier. Keine Zeit dafür. Ja, ja. Oh. Ein Audiograf, ne? Wir wissen beide zu gut, dass wer auch immer meine Gegner erledigt, es kalkuliert tut, um mich zu schwächen. Der Kronmeuchler arbeitet für jemanden. Nur wen? Morgen jährt sich wieder einmal Mutters Todestag. Ein trauriger Tag für uns. Aber denk auch an all das, was in den letzten 15 Jahren geschehen ist. Du hast mich beschützt und mich gelehrt, mich selbst zu schützen. Du hast mir gezeigt, was richtig für die Menschen im Reich war. Wir haben den überschwemmten Bezirk trockengelegt und die Banden in Schach gehalten. Gestern ist ein prächtiges Schiff in Mutters Namen vom Stapel gelaufen. Ich versuche, die Herrscherin zu sein, die sie sich gewünscht hat. Aber ohne dich wäre ich nicht hier, Vater. Den überschwemmten Bezirk trockengelegt. Das ist ja sehr interessant. Ja, und der Kronenmeuchler, das ist natürlich... echt eine gute Frage, was es mit dem auf sich hat. Okay, hier ist sonst nichts. Okay, wollen wir dann den nächsten? Also, ich habe zwei und gebe ihm eins. Dann habe ich noch eins. Aber wenn ich meins esse, nein, er ist eins. Was dann? Was? Okay, ich versuche mal. Ja, das könnte klappen. So, pass auf, wo packe ich den mal hin? Untreue Hunde. Allerdings.
haben einfach mitgemacht beim Überfall. Das ist doch... Wow. Okay. Ich mache wieder alles zu. Ja, ein Whisky könnte ich jetzt auch gebrauchen, du. Ja, wobei. Whisky nicht unbedingt. So, was haben wir denn hier? Mhm. Okay, da geht's weiter zum Thronsaal. Aber ich möchte mich noch so ein bisschen umsehen hier. Komm, ich mach die einfach alle mal auf. Da haben wir noch einen Beutel. Okay. Mach das jetzt nicht wieder zu. Kronenmeuchler schlägt wieder zu. Die Bewohner von Dunwall sind in Angst und Schrecken, nachdem ein weiterer entschiedener Kritiker von Kaiserin Emily Caldwin gewaltsam den Tod gefunden hat. Das jüngste Opfer ist kein geringerer als der berühmte Unternehmer und Kunstmäzen Ichabod Boyle. Ein Boyle? Mhm. Der Kronmeuchler tötet also Emilys Kritiker, ja. Das ist natürlich auch ganz toll, dass es ja wirklich so aussieht, als wäre das natürlich von Emily. Ah, naja. Boyle hatte in einem kürzlich erschienenen Kommentar die Kaiserin wegen ihrer, in seinen Worten, schludrigen Regierungsarbeit und absichtlicher Vernachlässigung ihrer Pflichten aufs Schärfste kritisiert. Aufgrund der grausamen Einzelheiten am Tatort wird von offizieller Seite der Kronenmeuchler für den Mord verantwortlich gemacht. Während die entschiedenen Widersacher ihrer Majestät dem berüchtigten Mörder zum Opfer fallen, wagen wir die Frage, ist es nun die Pflicht des kaiserlichen Schutzherrn, all jene zu beseitigen, die den Thron kritisieren? Natürlich steht das dann so da, ja. Ach, Mann, ey. Mann, ey. Nur Arschlöcher hier in Dunwall. Ist doch echt so, oder? Oh. Höre ich da jemanden, oder? Oder was höre ich da? Ich weiß es nicht. Okay. Ah, Münzen. Hier liegt einfach überall Geld rum. Warum auch nicht? Das können wir nicht untersuchen. Es ruckelt so ein bisschen, ne? So ein ganz kleines bisschen. Oh, der kaiserliche Schutzherr. Oh. Geschichtliche Aufzeichnungen von Regierungspositionen und Rängen. Addendum. Corvo Attano, des Mordes an der Kaiserin angeklagt, die er beschützen sollte. Wie ungewöhnlich, dass er nicht nur diese schmachlos werden, sondern sich auch noch reinwaschen und erneut zum kaiserlichen Schutzherrn einer weiteren Kaiserin ernannt werden würde. Wir von der Geschichtsakademie waren zu voreilig mit unserem Urteil gegen ihn. Doch dafür sollten wir die Historiker nicht verantwortlich machen, denn diese Beweise gegen Attano waren schlichtweg erdrückend. Erstens ist er der einzige kaiserliche Schutzherr, der auf einer anderen Insel als Gristle geboren wurde. Seine Fremdheit an sich ist kein Verbrechen, erhöhte aber den Verdacht. Der nachsichtigste darunter war, dass er nicht in der Lage sei, seine Pflichten ganz zu verstehen. Zweitens war er auf frischer Tat ertappt worden, mit blutiger Waffe und über der Leiche von Jessamine Caldwin knien. Natürlich stellt sich heraus, dass selbst dieser belastende Beweis Teil einer ausgetüftelten Verschwörung war, um die Kaiserin zu vernichten und zu verhindern, dass sich Attano in die laufenden Pläne der Verschwörer des Lordregenten einmischen würde. Und während ich zugebe, dass ich eindeutig falsche Schlussfolgerungen zu Corvo Attano veröffentlicht hatte, wie wir heute wissen, werde ich nicht, wie einige meiner Kollegen, mein Amt in unserer wahrheitsliebenden Organisation niederlegen. Stattdessen werde ich mich durch das Aufspüren der Wahrheit für die besten Geschichten hervortun. Eine Münze, so... Hauptsache eine gute Geschichte, ob sie wahr ist, ist ja scheißegal, ne? Aber das kennen wir nicht nur aus dem Spiel hier. Seien wir doch mal ehrlich. Das kennen wir
Auch aus dem Real Life. So, jetzt können wir hier auch aufschließen. Aber hier gab es natürlich nichts mehr. Okay. So, wir gehen runter in den Thronsaal. Ich speichere nochmal. Okay, da stehen Wachen. Hä? Heißt das... Nee, das heißt nicht, dass der mich sieht, oder? Nee, ich glaube nicht. Steht einer der Drecksäcke. Ja, ich mach mal auf. Der Thronsaal ist verriegelt. Wir sollten jetzt Zeit haben. Bleiben Sie hier und halten Sie jeden auf. Ich bin zurück, wenn ich alles durchsucht habe. Falls ich mich nicht selbst in diesem verdammten Schutzraum einsperre. Wir stehen bereit, falls ein Begleiter des Herzogs auftaucht. Das ist aufregend. Alles wird anders. Ja, die natürliche Ordnung setzt sich wieder durch. Wir Ramseys haben das Königspaar von Morley bewirtet. Wussten Sie das? Ich habe meine Kindheit mit den Buntings und Boyles verbracht. Mit der feinsten Gesellschaft. Und bald werden Sie wieder dazuzählen, Hauptmann. Ramseys Familie wurde aus dem Adel enthoben und er hegt wohl noch einen Groll. Warum er anderen die Schuld gibt, weiß ich nicht. Aber wie dem auch sei, Ramsay ist gefährlich. Ich muss ihn ausschalten. Allerdings. Oh. Ich glaube, das mit dem Hinterecken hervorlugen ist nicht mehr ganz so einfach gelöst wie in Dishonored 1. Ne? Ich glaube tatsächlich, das darf ich mir nicht mehr so extrem erlauben. Hilfe. Okay. Das ist meine Chance. Hoffentlich geht er jetzt alleine hierher. Wolltest gerade jemanden entdecken, ne? Plündern. Alles klar, wir haben den Ring. Ich werde dich nach Hause bringen, Emily. Allerdings. Okay, wir können mal unser Tagebuch öffnen. Delilah und Herzog Luca Abele haben den Tower erobert. In Dunwall ist es für dich nicht mehr sicher. Fliehe aus der Stadt, indem du dich mit einem Schiffskapitän am Hafen triffst. Okay, Missionshinweise. Eliminiere Mortimer Ramsay. Du könntest Mortimer Ramsay im Schutzraum einsperren. Dort fände er auch Nahrung und Wasser. Die Nahrung esse ich vorher weg. Geheimgang. In den kaiserlichen Gemächern gibt es einen Geheimgang zur Straße. Aber dazu brauchst du den Ring, deinen Ring. Neue Kapitänin. Eine neue Kapitänin ist in Dunwall eingetroffen. Ihr Name ist Megan Foster und sie braucht und sie sucht nach Corvo Antano. Vielleicht kann sie dir helfen. Okay, wir sperren. Huch! Knochenartefakte. Okay. Knochenschmiede? Wie bitte? Okay. Mission? Muss ich das anklicken, dass der Alert weggeht? Finde Hinweise in den Büchern, Notizen, Nachrichten, bla 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 bla. Okay. Reiseprotokoll. Ein langer Tag in Dunwall. Ein neues Jahr. Für die meisten steht ein neues Jahr vor neue Hoffnungen und Aussichten. Ich jedoch hasse die Erinnerungen, die dabei hochkommen. Heute, am dritten Tag des Monats der Erde, hätte Jessamine Geburtstag gehabt. Wir sind dann immer auf den Fluss hinausgelaufen mit einer guten Flasche Sekt, um gemeinsam die Sonne aufgehen zu sehen. Ein bisschen Zeit für uns, bevor die Pflichten des Tages anstanden. Warum denke ich nach all den Jahren immer noch daran zurück? Mann. Traurig. Der Jahrestag. Die schlimmste Zeit des Jahres. Diese Wochen vor dem Jahrestag des Mordes an Jessamine. Ich durchlebe alles aufs Neue. Wäre ich doch nur etwas eher da gewesen oder hätte ich mehr über Dowd gewusst? Wäre ich doch nur etwas stärker, schneller oder klüger gewesen? Wäre, hätte. In einem Augenblick war sie noch da, im nächsten lag sie in meinen Augen, in meinen Armen und starb. Ich konnte nichts tun. Ja, ich trauere immer noch. Die ganze Welt trauert immer noch. Und so gedenken wir
des Tages, an dem sie ermordet wurde, mit ernsten Reden und Trompeten. Wie sehr ich doch den Monat der Ernte herbeisuche. Okay. So, was ich jetzt noch anmerken wollte. Oh. Ich habe übrigens den Schwierigkeitsgrad auf schwer gedreht, wollte ich auch noch anmerken. Und ja, also das ist nicht das Schwierigste. Ich dachte mir, ja, ich will mal nicht gleich hier einen auf dicke Hose machen und dann komplett verzweifeln. Deswegen, ich habe mal auf schwer gemacht. Das sah mir ganz passend aus, vielleicht. Ich schaff's ja auch. Oh, mal gucken, ne? So, bis jetzt kommen wir ja ganz gut durch eigentlich. Ja, und natürlich wegen ihm hier, ich weiß nicht, ob es die Achievements immer noch gibt am Ende von einem Level, aber ich werde natürlich auf, nicht auf Morden durchspielen, sondern eben, ja, wisst ihr schon, ne? Niemanden töten, nach Möglichkeit. So, ja, was sich in diesem Schutzraum befindet, werden wir allerdings natürlich erst in der nächsten Folge sehen. Und ich sage, bis dahin.